Ich begrüße dich ganz herzlich zurück zu Cubifactorium. So, und ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht und ich habe es, glaube ich, hingekriegt. Wenn ich das mal... So, wir sehen jetzt gleich, kommt das Schiff wieder und ihr seht, die bringen da Bretter hin. So, und jetzt werden wir gleich sehen, dass das Schiff das einlädt, hoffentlich. Jawohl, wird eingeladen. Sieht natürlich wie immer sehr schön aus. So, kann ich ein bisschen beschleunigen. Er lädt das ein. Genau, und jetzt bin ich auch gleich gespannt, was passiert. So, denn ihr seht, was ich da gemacht habe. Wir haben jetzt verfügbare Währung 24. Also, man muss denen Eingänge geben. Und... Warte mal schnell. Von hier, dann kann ich mal ausstellen. Genau, ihr seht. Man muss ein Lager hinterlegen, von welchem Dinge exportiert werden sollen. Diese Dinge müssen hier auch in der Liste sein. Also Bretter hier oder Holz funktioniert zum Beispiel nicht. Und dann muss ein Lager vorhanden sein, welches den abgebauten Ton requestet. So, welches den requestet und natürlich Platz hat. Den habe ich da auch mal auf Priorität ganz hoch gestellt, dass der sofort verarbeitet wird. Und dann funktioniert das Ganze. Also so geht's dann. Und jetzt müssen wir halt schauen. Der abgebaute Ton kostet 2 Import. Und wir müssen halt zum Beispiel die Erdbeerdonuts exportieren. Haben wir aber keine. Holzbretter haben wir halt gut gehabt. Und sonst haben wir da halt nicht Steinblöcke. Könnte ich noch exportieren. So zum Beispiel. Stoff und Tee. So, jetzt seht ihr, jetzt bringen sie die Blöcke dahin. Die geben auch 2. Und das heißt natürlich auch wieder, dass da produziert wird. So, jetzt... Wir könnten hier auch wieder mal Holzbrett produzieren. Und das Ganze da einlagern. Das Holzbrett kostet ja 2 Holzscheite. Und dann sollte das da ein bisschen vorangehen. Dann sollten wir zumindest beim Ton jetzt gut dastehen. Wir brauchen sowieso 20 Holzbretter und 5 geernteter Weizen. Ich glaube... Das Ziel ist eigentlich immer da und immer wenn wir dieses Ziel wieder unterschreiten, jetzt auch mit den Brettern, dann kommt es wieder. Ich glaube, das verstehe ich irgendwie so. Und jetzt haben wir es halt da wieder unterschritten, jetzt müssen wir wieder neue produzieren. Und dann ist es ja doch so, dass man dann irgendwann weiterzieht auf die nächste Insel und wir dann wieder von neuem beginnen, irgendwie so. So, jetzt sind es noch 25 Ton. So, der hat zum Beispiel gerade wieder nichts zu tun. Den aktivieren wir einfach mal alles. Und die Laufgeschwindigkeit hängt auch vom Gewicht des Inhalts ab. Das ist ebenfalls so. So, abgebauter Ton haben wir das Vorratsziel erreicht. Das ist sehr schön. Jetzt kommt da noch mehr an. Ich würde das jetzt für... einmal noch drin lassen, würde aber hier bei den Brettern das ausstellen. Und hier ebenfalls. Dann ist es noch von dem hier drin, da funktioniert es eh nicht. So. Gut. Und jetzt wird theoretisch nur noch das, was hier rauskommt, wird rübergegeben. Dass wir da genügend Ton haben. Im Fall, wenn wir jetzt auch etwas brauchen, nicht, dass dann das Problem wieder von neuem aufkommt. So, und da ist der Lagerplatz voll, sehe ich. Nein, nicht, bitte nicht da. Na toll, hat er so schnell so schon die Aufgabe gefixt. Naja, auf jeden Fall haben wir so den Weizen auch geschafft. Und da bringt er jetzt nochmals Ton. Er bringt halt immer für diese Währung, die zur Verfügung steht, bringt er dann das, was man braucht. Also das kriegt man tatsächlich so hin. Gut. Und ich bin froh, haben wir das geschafft. Irgendwie. Okay, jetzt müssen nur noch die 20 Bretter entstehen. Dann können wir hier eigentlich noch ein bisschen nachhelfen. Und da beides produzieren lassen. Ja, dann sollten wir gar nicht so gut, so schlecht dastehen dann. Hier ist ein Pferd. Ah. Haben wir ja 2 Kühe. Und er empfiehlt uns ja auch den Pferdebahnhof zu machen.
Da braucht es wieder Weizen, Wasser und ein Holzbrett. Komm, machen wir mal. Einfach so aus Spaß. So, dann haben wir dann auch schon 9 von 9 Ziele erfüllt. Und ich nehme an, dass wir dann weitergehen. Ich weiß es nicht. Das werden wir gleich sehen. So, natürlich, bis wir diese 20 Bretter zusammen haben, geht es da noch ein Weilchen. Wo war die Inventarliste? Hier. Die ist auch ein bisschen unübersichtlich. So, Holzteil, Holzscheit, Holzbrett. 6. Plus 1 in Warteschlange. Also, oder in Arbeit. Bahnhof, der vom Pferdewagen angefahren wird. Plus 1 geschenkter Gaul. Ah, okay. Das ist also nicht ein Pferdestall, sondern nur ein Pferdebahnhof. Und jetzt kann ich theoretisch sagen, also was man da jetzt sagen kann, ist, was haben wir da? Tomaten. Da sind Beeren, aber die haben wir direkt dazu gebaut. Also es, aber man kann sagen, der geht da hin und von da, ich weiß nicht, ob der das direkt bringen kann, der bringt das hier hin. So, dann bringen sie das da hin. Weil, sonst kann ich noch was das Tutorial spielen. Das war ja im Tutorial drin, das weiß ich noch. Ob ich jetzt zuerst einen anderen Pferdebahnhof angeben muss, ich glaube schon. Macht auch Sinn. Also wenn wir dann quasi hingehen. Ja, es ist super eng hier alles. Zweiter Pferdebahnhof. Aus was werden Bretter gemacht? Aus Holzscheit. Da haben wir eigentlich Holzscheite. So, zweiter Pferdebahnhof ist da. Okay, dann kommt es nämlich von dem nach da und von dem nach da. Ah ja, und dann muss da noch Milch eingestellt werden. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, müsste das jetzt funktionieren. Aber es steht hier auch nochmals. So, Lagerplatz oder Zeppelinstation mit anderer Einheit, indem du diese mit der rechten Maustaste anklickst. Vergewissere dich, dass es tatsächlich Waren zu liefern gibt. Ah, ja, natürlich ist hier drüben, da ist die Milch nicht freigeschaltet. Aber schau an, wir haben gewonnen, Vorratsziel erreicht, hier alle, und wir haben unsere Leute geupgradet und jetzt können wir hier die Insel verlassen. Verlasse diese Insel und kehre zur Weltkarte zurück. Du musst mindestens 10 Baumstämme und 10 Steine auf deinem Schiff haben, um die Insel verlassen zu können. Haben wir anscheinend. So. Und wir haben ja hier begonnen. Genau. Und es geht jetzt so weiter. Und zum Beispiel die dunkle Insel, das müsste dann eine Toninsel sein. Jetzt haben wir viele auf... Ja. Aha. Es gibt keine Story. Einfach die verschiedenen Biome erkunden. So. Was haben wir hier? 2 Schweine, die sich anschließen wollen. Strandgüter, wenige Gegnerlager, normale Ressourcen, flaches Terrain, Grasland. Flaches Terrain, viele Basisressourcen, wenige Gegnerlager, Grasland. Und hier? Ah, da geht's noch nicht. Also die Linie ist anscheinend nicht komplett. Ich würde dahin gehen. Dann kriegen wir noch ein paar mehr Leute. Die Schweine sind jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig. Wir haben Gerüchte über Schiffsbrüchige gehört, die auf der anderen Seite der Insel gestrandet sind. Wenn wir sie finden können, werden sie sich uns anschließen. Die Insel ist reich an Holz und Stein, hat aber keine Mineralerze. Ja, und da sind wir wieder. Auf ein neues. Wir haben wieder neue Ziele. Und wir haben hier alle Dinge mitgenommen, die wir noch hatten anscheinend. Aber wir hatten doch viel mehr. So, sie sollen da als erstes mal
alles entladen. Wir haben Kühe dabei. Also das Ziel soll ja sein, dass man immer wieder etwas mitnimmt auch. So, dann platzieren wir da schon mal gut am Strand. Ja, können wir auch was bauen. Hier und da ein weiteres Lagerfeuer. So, muss ich die jetzt wieder neu... Ja, ich muss die wieder alle neu einrichten. Also, ich mach mal zwei auf Kampf, im Fall, wenn da gleich Gegner auftauchen. So, und aktiviere da einfach mal die, die da vorteilhaft drin sind. So. Dann brauchen wir natürlich einen Brunnen. Oho, da kommt schon mehr Gebiet auf, zum Vorschein. Und ist das ein gegnerisches Lager hier? Das ist natürlich die Frage. So, einen Brunnen gerne. Hier hinten ist auch mehr Gebiet. Brunnen. Relativ zentral. Also hier hätte ich gesagt. Mit Lagerplatz daneben. Für Wasser. So. Gut. Sollte soweit da eingestellt sein. Es ist natürlich die Challenge auch immer vom wieder neu aufbauen. Das ist auch so. Gut. Dann machen wir da ein... Kann ich nicht. Machen wir da einen Lagerplatz. Wir lernen natürlich immer wieder ein bisschen dazu. Und da machen wir Stein. So, und wie konnte ich das abbauen, ernten? Hier war's. So. Gut. Dann haben wir Steine eingelagert. Wir haben ebenfalls, ich kann mal die Inventarliste, wenig Beeren dabei. Wir müssten also relativ schnell eine Farm aufbauen auch. Und weitere Feuer. So, dann würde ich hier weitergehen. So, da können wir leider nicht, weil da ist ein anderes Gebiet. Wenn ich das richtig erkenne. Aber wo war unser... Verwirrt mich gerade leicht. Also da mal noch ein Lagerfeuer. Da draußen geht's ja nicht. Aber hier geht's noch. Gut. Ah, hier war unser Lagerfeuer. Ja. Deutlich weniger weit. Gut. Da machen wir da einen Lagerplatz. Für Holzscheite. Und würden da auch ein paar Bäume abreißen, soweit. So. Dass das schon mal so vorbereitet ist. Wir haben sehr viele Kühe hier. Und als nächstes würde dann eine Farm anstehen. Oh, da hinten haben wir das Gebiet erweitert. Da sind so viele Kühe. Und da ist ein Schatz. So, machen wir gerade mal mit abbauen. Da kommt noch ein Lagerfeuer dazu. So, ich baue noch zwei weitere. Und dann würde ich hier doch mal eine Farm einrichten. Oder eine Weide. Na komm, machen wir zuerst die Farm. Aber es versperrt mir. Also was mir nicht so gefällt, ist diese Mitte hier, wo ich schon wieder nichts platzieren kann hier. Wo ich gerne würde. Weil die versperrt einem da wieder alles. Gut, wir können auch hier mal die erste Farm machen. So. Wir würden da... Ja, das ist ja wieder der falsche Untergrund, nehme ich an. Ja, ungeeigneter Boden, da machen wir Erdbeeren. So, Beeren ist eingestellt. Soweit gut. Gerade ist keiner untätig. Ah, hier sind sie, da, die sind sogar aufgedeckt, okay. Der baut da gerade den Schatz ab. Ist auch nicht schlecht. Ein Lagerfeuer ist noch im Bau, da hinten.
warte ich gerade noch schnell ab. Käme hier das nächste hin. Da kommen Schätze zum Vorschein. So, macht kaum einen Unterschied da. Ja, sie haben keine Häuser, aber da müssen sie erstmal warten. Steinblöcke, Tomaten, Beeren. Also die Verarbeitung kommt auch gleich noch. Ah, wir haben zum Brunnen keinen zugeordnet. Dann machst du das. So. Wenn das so ist. Dann haben wir hier Kisten. Ja, da ist wieder verschiedenste Dinge drin. So. Der Baum kann auch noch weg hier. Dass wir da mal ein bisschen aufgeräumt haben. Blumen kann man ja auch ernten. Es ist schon recht düster, wenn es hier regnet. Also, muss man schon dazu sagen. So, ah, ich dachte gerade schon, wann wird denn hier das Feld gemacht? Jetzt. Beeren, Tomaten brauchen wir aber auch. Und da kann ich ja gleich daneben noch eine Farm machen. So. Hier den Lagerplatz ein bisschen vergrößern und dafür da noch einen hin. Da kämen dann Tomaten hin. So. Und dann sollte das da soweit auch passen. Dann bräuchten wir noch eine Kuhweide. Und Schweine haben wir hier tatsächlich auch noch gefunden. Da ist eine alte Ruine. Aha. Und hier ist Weizen. Sehr schön. Also da können wir danach auch wieder Weizen anbauen. Das kommt ja noch dazu. So. Nehme ich dann Lagerfeuer einmal hier hin. Einmal dahin. Das ist ein gegnerisches Lagerfeuer, oder? Wenn ich das richtig sehe. Oder einfach ein anderes. Bist du so. Ah ja, und hier kann übrigens... Nee. Ah, da war sogar noch was. Okay. Gut. So, und jetzt soll der endlich mal hier Wasser holen. Für alle. Ja, wir haben kein Essen und keine Getränke für alle. Und da stehen auch noch geerntete Blumen rum. Und sonst muss ich da halt noch eine zweite Person zum Brunnen dazugeben. Wie die hier. Okay, dann machen wir doch hier mal eine Weide. Eine größere Weide. Für Kühe. Da haben 5 Kühe Platz da drin. Braucht natürlich auch wieder ein Ausgangslager. Da würde Milch hinkommen. So, Kuh ist drin. Und für Tiere haben wir auch ein paar zugeordnet. Sehr gut. Wir haben viel mehr Kühe hier, als, ja, als wir aufnehmen können. Tier nicht gezähmt. Ah, wir können hier auch alles einsehen. Alles Mögliche. So, ein Gebiet mehr. Noch ein Gebiet mehr. So, und dann würde ich hier mal einen Lagerplatz für Weizen machen. Und würde hier mal abbauen, ernten, sagen. So, was ist mit dem los? Ja, dem geht es gesundheitlich eigentlich noch gut. Das ist, glaube ich, nicht mal das Problem. So, und hier kommt ein bisschen Essen zusammen. Aber wir brauchen unbedingt mehr Essen. So, und es ist jetzt auch erntebereit. Aber hier am Brunnen passiert einfach nichts. Jetzt, plötzlich. Naja.
Und jetzt nimmt er das Wasser, weißt du, so das letzte Wasser. Ja, das gießen wir jetzt noch das Feld damit. Ah, darum ist auch nichts gewachsen natürlich. Ja, sieh hier. Okay, jetzt sieht es besser aus. Viel besser. Gut. Ich habe gerade schon ein bisschen Angst gehabt. Wir haben auch Milch. Wir haben den Weizen geerntet. Und ich kann jetzt hier eine Farm machen. Die kann man leider nicht zusammenschließen. So. Aber auf jeden Fall bauen wir hier jetzt Weizen an. Oder ich krieg's nicht hin, die zusammenzuschließen. Eher so. Und da ist ein Fleck, der wahrscheinlich nicht produziert richtig. Und ich frag mich, warum dieser Brunnen nicht funktioniert. Der ist ja fertig gebaut. Also ich kann hier noch einen hinbauen. Jetzt hat er wieder was geholt. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall genug Essen. Das ist ja schon mal sehr wichtig gewesen. Sonst weiß ich nicht, wie lange wir noch da gewesen wären. Und irgendwie sind diese Lagerfeuer zu nah an der Grenze oder so. Auf jeden Fall, da sollte ich eins bauen können. Und hier noch. Ah, da wäre da besser gewesen, aber... Naja. Und da unten irgendwo. Ja, weil da habe ich schon zweimal eins gebaut. Ah, oder wir kommen gar nicht näher an dieses Gebiet ran. Ist das das Problem? Ich glaube eher, das ist das Ding. So, Weizen wächst. Das ist schön. Wasser immer noch nicht wirklich. Ja, ich denke, in der nächsten Folge können wir uns dann darum kümmern, mal für die Ziele zu schauen hier, die wir haben. Wir haben wieder abgebauten Ton, Holzscheite, Holzbretter, alles Mögliche. Zuerst mussten wir jetzt mal eine Grundversorgung aufstellen. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Ich dachte, da wurde gerade noch was gebaut. Und es wird übrigens auch Milch geerntet von den Tieren, die nicht in einem Stall sind. Das geht auch, wie wir jetzt gerade gesehen haben. So, danke fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss!